ist schon wieder der 10er Nuss oder was? Nee, 27er Ringschlüssel, gerade. 27er. Ja, so 17er. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnauzbart Entertainment. Wir sind heute am Vito, wir machen eine Inspektion, neue Bremsbeläge, probieren die Magnetkupplung vom Klimakompressor zu wechseln, weil die übelst krass klappert. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen, was da genau klappert. Ja, und machen noch die Sommerreifen drauf. Es ist mitten im Sommer und ja, kann man schon mal die Winterreifen wechseln. Bis gleich. Natürlich muss ich meine Mütze nochmal absetzen. Nicht, dass sie dreckig wird. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Auf jeden Fall wirft die Lampe einen herrlichen Schatten. Hier unten ist der Klimakompressor und hier sind so eine Schwingungsdämpfer drin irgendwie. Und die klappern. Krieg ich es jetzt hin? So leicht. Ohne Handschuh geht das besser. Ich muss mal von hier gucken. Von hier tricken. Hört ihr das? Und das klappert. Den probieren wir auf jeden Fall auch zu wechseln, weil mir das übelst hart auf den Sack geht. Ölfilter habe ich gelöst. Jetzt lassen wir die Bude erstmal hoch. Du musst als erstes den Stab fangen. Ja. Der ist ganz wichtig. Ich ziehe mal meine Handschuhe aus. Dann habe ich es nämlich gleich über der Foto, denke ich. Bei meinem Glück. Viel ist nicht mehr drauf, ne? Naja, Sache hatte ich nicht. Geil. Ja, Scheibe ist überhaupt wieder was. Denke ich auch, oder? Aber auf der Klotze hast du mal ein bisschen was drauf. Marcel unterstützt mich heute. Fester Schrauber. Da hat nicht Urlaub und hat nichts Besseres. Ich sollte ja mitzumachen. Die sehen auch noch sehr gut aus, die Scheiben. Die Seite ist es auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht können wir die auch noch hinten lassen, aber ich glaube, die linke Seite sah da beschissen aus. Naja, werden wir auf jeden Fall sehen gleich. Oder Marci, was hast du? Geh noch eine Runde, oder? Kurz mit. Geht alles noch eine Runde. Mit dem Schraubenzieher eine Runde abgedreht, müsst halt mehr Schnauzwort Entertainment gucken und Klicks. Trinkgeld, da können wir auch die Scheiben das nächste Mal mitmachen. Ja, hier das Internet ist auf jeden Fall mehr runter, aber das sehen wir gleich, da seht ihr auch schon ein bisschen Metallstaub. Die sind auf jeden Fall runter. Also geht's noch. Ich habe jetzt die Führungsschiene, habe ich auch neu. Beziehungsweise Führungsbolzen, wie auch immer. Ja, mal schauen. Öl läuft immer noch. Sind ja knapp 9 Liter, glaube ich. Ja. Freunde, ihr seht, Scheibe ist leicht angegriffen. Ja, jetzt halt den Inputs raus und dann gucken wir mal, wie die Führungsbolzen aussehen. Scheinbar ist ja was fester, auf jeden Fall. Rechte Seite sieht schlimmer aus als links. Ihr seht es. Die hat sich schon leicht eingeschliffen. Naja, der Schuster hat immer die schlechtesten Leisten, oder wie das war. Marci macht hinten schon. Hinten lässt sich auch ganz gut lösen. Noch. Mal gucken. Ganz schön gammelig alles. Aber die Karre hat ja auch schon 336.000 runter. Ja, also hat schon geschliffen, ihr seht. Ich muss halt die Kopflampe ausmachen. Jetzt haben wir immer so hässlichen Schatten dran. Ja, ich habe jetzt die Führungsbolzen rausgenommen. Alles halbwegs sauber gemacht. Und ja, das neue Set ist jetzt auch hier. Und ich baue mir jetzt wieder ein. So, Freunde, der Kolben ist zurückgedrückt. Neue Führungshülsen sind drin. Die Bremse ist halbwegs sauber gemacht. Marci ist schon ein bisschen weiter. Da kommt gleich die Klötze rein. Die Bremsenpaste dran, damit es nicht wieder gleich quietscht und dann läuft das. Oder? Auf jeden Fall, das ist nicht meine Alte.
Bremse vorne rechts ist schon wieder neu. Wie gesagt, die Scheiben habe ich die alten gelassen, weil YouTube Money noch nicht geht. Bremse hinten rechts ist natürlich auch schon neu. Marci gibt alles. Linke Seite ist jetzt gerade dabei. Wird das was? Natürlich wird das was. Ja, haben das jetzt nochmal schön abgedreht hier. Die gehen auf jeden Fall noch eine Runde, bis YouTube Money regelt. Ich bin jetzt vorne dran, habe jetzt gerade den Kolben zurückgedrückt, habe das jetzt diesmal noch alles drinnen gelassen, weil das Doppelkolben sind und das beschissen geht. Genau, und jetzt schraube ich es ab. 6er Inbus ist das. So, Freunde, bis zum Ende gefahren, die ganzen Klötzer. Hinten sah es ähnlich aus, haben jetzt nochmal alles gangbar gemacht. Ja, Bremsen sind wieder zusammen, sieht gut aus. Gucken wir mal wegen dem hässlichen Klimakompressor, was da los ist. Freunde, es ist ganz schön ernüchternd. Scheiß Klimakompressor, Magnetkupplung, wie es auch immer heißt, Schwingungsdämpfer. Geht nicht. Brauchst du Spezialwerkzeug wahrscheinlich. Und wir kommen jetzt so nicht ran. Ich zeige es euch nochmal hier, wir haben jetzt ja alles schön verbogen. Brauchst du so einen Dreizack irgendwie, das ist aber komplett festgegammelt hier, die Scheiße. Naja, wird wohl ein neuer Klimakompressor, also klickt hier fleißig, damit wir das hinbekommen, damit wir den machen können. Scheißdreck. Was sagst du dazu? Scheißdreck. Scheißdreck. Suchst du schon wieder? Hab mir gestern extra die Haare gemacht fürs Video. Lockenwicklereien die ganze Nacht. Das ist eine Kaltwelle oder was? Suchst du schon wieder eine 10er Nuss oder was? Nee, 27er Ringschlüssel, gerade. 27er? Ja, so 17er. Heute sollen keine 27 Grad werden. 10 Zoll. Was ist denn das? Keine Ahnung. 26 war es, glaube ich. Habt ihr wieder nichts Besseres zu tun, als rumzusitzen oder was? Hä? Hier wird gefachsimpelt. Gefachsimpelt. So, Freunde, Inspektion ist fertig. Ich habe jetzt gerade noch einen Service zurückgestellt. Diesen Klimakompressor müssen wir dann wahrscheinlich wechseln. Also es funktioniert nicht einzeln. Ja, genau. Auf die nächsten 100.000 Kilometer. Es ist herrlich, wenn keine Lampen mehr an sind im Auto, oder? Auf jeden Fall hat alles geklappt soweit, bis auf diesen Klimakompressor. Ja, der muss halt dann wahrscheinlich mal neu gemacht werden. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal, kommentiert, dass ich das nächste Mal auch die Scheiben machen soll. Naja, wie gesagt, war jetzt einfach geldlich nicht so drin. Und ja, ich denke, es funktioniert auch so, wir haben nicht umsonst geschaut, ob die Scheiben noch gehen. Wie gesagt, ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich lade jetzt gleich noch die Reifen aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Bis dahin, haut rein. Danke fürs Schauen.